Hallo, willkommen zurück zu Guild Wars 2, Sigils of the Obscur, im Story-Abschnitt Mitternachtskönig. Ist das so? Heißt das so? Nochmal kurz gucken. Ach nee, steht hier ja nicht, stimmt. Also eigentlich Notfallmaßnahmen, aber das ist das Update Mitternachtskönig, ne? Ich glaube schon. Muss doch so sein. Das stand so bei Guild Wars 2 auf der Seite. Wir haben jetzt einmal kurz den Einleitungsgedöns da gemacht und jetzt sollen wir eigentlich die Notfallmaßnahmen machen, indem wir hier so ein paar Sachen machen. Wir können entweder die normalen Events machen, wir können aber Gegner töten, ich glaube, das würde auch Fortschritt bringen. Oder wir machen hier diese grünen Dinger, die eigentlich reizt sind. Das bringt richtig Fortschritt, das sind aber so, das ist ja ein Zweifel, also das sind so, ihr wisst schon, diese Aufgabendinger. Aber das können wir theoretisch tatsächlich mal machen. Einfach mal just for fun, aber ich glaube, dafür müssen wir bei dem Ding ja irgendwie hochkommen. Ich weiß gar nicht, wie wir da... Achso, Aufwindgenerator. Ja, gut. Mal mit dem Aufwindgenerator da was versuchen. Hui! Okay, das funktioniert schon mal sehr gut. Da müssen wir hin. Gibt's dazu mal... Naja, komm, wir müssen das einfach nur spielen. Ich denke mal nicht, dass wir da... Wir bekommen dafür auch... Wir bekommen wir nicht, ne? Wir bekommen dafür jetzt kein Sternchen oder sowas noch zusätzlich. Oder? Oh doch, bekommen wir. Für Silber. Für Silber bekommen wir. Gibt's dafür schon Marker? Ich meine, wenn, dann mache ich mir natürlich super einfach. Secrets of the Obscure Story, innere Szenarios. Glaube tatsächlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Macht nichts. Also, wir sollen so viele Kryptosessenz freisetzen, wie ihr könnt. Jedes bisschen freigesetzte Energie stellt die Energie eures Reittiers wieder her, sodass ihr länger fliegen könnt, ohne landen zu müssen. Wir müssen scheinbar die Himmelschuppe benutzen, ne? Viele haben sich durch den Wirkung unseres Königs eingeschlossen gefühlt, aber ihre Fluchtversuche... Ach, I understand. Wir müssen diese Sachen einfach mal einsammeln, ne? Da gibt es doch bestimmt dann irgendwie auch einen Pfad für oder sowas, aber ich mach das aber mal ohne. Silber hinbekommen. Silber wäre schon schön, wenn wir das hinbekommen. Damit wir ein Ding bekommen hier. Ein Beherrschungspunkt. Ne? Oh, Silber. Ah, Silber. Oh, nein! Ihr seid grimmig und schafft dennoch Ruhe. Eure Taten haben den ganzen Hyos wieder. Wir müssen mindestens Silber erreichen, Leute. Wir müssen schneller sein. Das geht nicht. Ich will Silber erreichen. Ich bin das nochmal. Viele haben sich durch die Mauer unseres Königs eingeschlossen gefühlt. Machen jetzt ein bisschen schneller. Die haben wir nicht erreicht, okay. Lol. Dann gehen wir mal hier ein bisschen runter. Da haben wir es doch. Ah, scheiß Wind. Oh, wir brauchen noch zwei, dann haben wir Silber. Ein noch.
Ja, wir haben Silber. Aber das reicht mir vollkommen aus. Gut, Gold reichen mir jetzt nicht, aber wäre theoretisch möglich. Ja, wir haben Silber, wir haben einen Herrschenspunkt. Ja! Ja, geil! Oh, ich bin so gut! Ah, nochmal bekommen wir nicht hier, sondern nochmal bekommen wir das nicht. Okay, egal. Aber ich habe Silber gemacht, das heißt also, wir haben Beherrschungspunkt bekommen. Das ist doch das, was ich wollte. So, hier haben wir noch Himmelschuppen. Zielübung. Danke, Zielübung. Die Übung mit der Himmelschuppe, ey. Das wird ein Spaß. Okay, da wollen wir mal hin, ne? Aber das ist cool. Ich meine, also, wir machen das mal. Also, das ist ja irgendwie neu gewesen, ne? Weil das Achievement in einer neuen Achievement-Kategorie war. Wenn das andere da unten, also ich glaube, ich habe auch schon mal so ein Dingens mal hier gemacht, so ein Abenteuer. Wenn ich das schon mal gemacht habe und dann den Beherrschungspunkt schon raus habe, was ich nicht glaube, dann werden wir das natürlich nicht nochmal machen. Das würde ich doch mal machen, aber nicht den Fokus auf Beherrschungspunkt. Wir werden eins. Das ist mehr Zielübung hier. Ja. Ihr solltet sicherstellen, dass eure Himmelsschuppe für die kommenden Kämpfe bereit ist. Nehmt an meinen Übungen teil. Mit Default-Himmelsschuppen. Wow. Übung. Ja, ich will an der Übung teilnehmen. Saust bis ans Ende der Strecke. Und zerstört dabei innerhalb der Zeitvorgabe so viele Ziele wie möglich. Ziele werden zerstört, wenn ihr hindurch prescht oder die Feuerballfertigkeit eurer Himmelsschuppe einsetzt. Fordert Feuerballbeherrschung. Verwendet die beide Optionen gleichzeitig für die höchste Wertung. Kriege ich hier wieder für Silber irgendwas? Kriege ich gar nichts. Kann das nicht mal öffnen. Gibt es keine Achievements für. Also ich habe es noch nicht mal, also ich habe noch nicht gemacht, aber hier gibt es auch keine Typen. Das heißt, also es ist egal, was wir hier erreichen. Ja, wahrscheinlich auch wegen den Himmelsschuppen Feuerballbeherrschung, dass man das dann nicht unfair macht, dass man da unbedingt erst das braucht. Und das dann hier nicht gemacht. Na gut, wir machen es aber trotzdem, weil es ja hier im Kreis. Fertig? Dann los! Kadetten, beobachtet diesen hier ganz genau. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich einen guten Weg hier fliege. Bin mir aber sicher, der Weg ist scheiße. Aber ich kann ja auch einfach sowas so machen. Ne? Ich kann ja auch einfach hier so stehen. Kann sagen, ja, schieß mal hier hin. Und dann hier so hin. Und dann, was meine ich, das ist halt das Dumme an diesen blöden Spielen, dass das irgendwie so ganz blöd funktioniert manchmal. Ja. Also das Zielen, das hätten die auch irgendwie besser machen können. Das ist so scheiße manchmal. Bin ich ein bisschen verwirrt, da haben wir noch was. Und von hier so? Abgesnippert. Yo, geiler Scheiß. Au! Ja. Hat Sahne. 16,55 ist jetzt nicht unbedingt das geilste, ne? Geilste Bewertung. Ja, einmal.
Ja, man kann es besser machen, aber ich mache mir jetzt auch nicht so viel Mühe, oder? Hier noch irgendwie schon durchfliegen, okay. Warum auch immer. Ach so, es gibt hier sogar eine Strecke, die man abfliegen kann, oder was? Ja, cool, habe ich natürlich jetzt nicht gemacht. Ich bin Profi. Aber ich wusste natürlich, dass man eine Strecke abfliegen kann. Das, also, das bringt für mich ja so gar nichts, wenn ich die nicht mehr beende. Ja, die kann man einfach so lang fliegen und dann die ganzen Ziele beschießen. Na, hier unten muss ich lang. Das bringt mir natürlich jetzt nichts, wenn ich nicht mal eine Minute noch Zeit habe, das Ganze zu machen. Aber gut zu wissen, man guckt mal dann, was ich dann bekomme. Das ist Bewertung. Mega schlecht. Der Kontrollpunkt funktioniert nicht. Na jetzt. Ja, nix, oder? Nicht mal Bronze? Weil ich nicht durchgekommen bin, ne? Ja, okay. Okay, gut zu wissen, ich hab's voll falsch gemacht. Alle, die zugesehen haben, denken wahrscheinlich so, was ist das für ein Idiot? Und der spielt schon die ganze Zeit Guild Wars 2 und denkt, der wäre irgendwie Profi in diesem Spiel, aber kann nicht mal sowas checken? Richtig, genau. Genau ist es, ich hab's erfasst. Fertig? Dann los! Erst gemein hier, was soll ich? Oh, was ist das denn für... Oh, der hat gezählt, okay, cool, wow. Was für ein Move hier von mir, ey. Nehmen wir noch mit hier. Den da hinten nehmen wir mit. Ich glaube, das reicht noch gerade so, ja, und dann den hier auch noch. Das hat auch noch gereicht, gut, dann nehmen wir den hier oben noch mit. Hätte ich den nicht gesehen, ja. Jetzt nicht alle mit, aber zumindest so ein paar, ne? Ich denke mal, dann so für Bronze oder sowas werde ich dann wahrscheinlich dann schon gut gerüstet sein. Wenn man scheinbar ganz viele Zielscheiben abschießt, aber nicht ins Ziel kommt, dann heißt es, man hat keine gemacht. Hoffentlich nicht förderlich. Mal abschießen. Ja, ist irgendwie so ein Achievement-Ding, sehe ich gerade. Das ist jetzt schon wieder durchgezählt hier. Ja? Also, man muss irgendwie komplett richtig gut durchfliegen. Das ist ganz komisch. Da ist die Scheibe, das nehme ich hier mit. Das nehmen wir mal mit. Das hier, dann hier oben noch.
glaube, die da hinten ist ein bisschen weit weg, aber wir können es mal trotzdem versuchen. Na, ja, komm schon. WTF. Oh, ich krieg's mit der Zeitbegrenzung wieder nicht hin. Na gut. Ein bisschen langsam. Ich habe einen Kontrollpunkt gesehen. Und da lang. Das kriegen wir nicht mehr hin. Okay. Wir brauchen mindestens 20. Wenn wir 20 haben, fliegen wir einfach durch. Ihr solltet sicherstellen. Fertig? Weil sonst, ne? Also mindestens, wenn wir 20 haben, dann fliege ich einfach durch. Dann kriege ich Bronze. Ist egal, weil ich will das ja, ich will das abschließen und bekomme dafür keine Beherrschungspunkte. Dann ist mir das eigentlich auch relativ egal. Nehmen wir nur sporadisch so die, die ganz gut auf dem Weg liegen. Na. Hat er mich gezählt? Und jetzt müssen wir, genau, jetzt haben wir 23, jetzt machen wir mal ein bisschen, Action hier. Lesen wir mal hier ein bisschen durch. Verfehlen die, die ich noch treffen will, aber das ist egal. Ah ja, halt die Fresse. Ja, jetzt kommen wir durch. Als das Ziel. Bauen wir hier am Ende nochmal welche ab. Ja, guck mal, so Silber. Das will man mehr. Oder gibt es doch einen Beherrschungspunkt? Das wird nicht angezeigt. Gut, dann habe ich das gut. Wusste ich natürlich. Weil ich bin Profi. Ich kenne das Spiel nur auswendig. Dann hier unten noch. Wie Zeit haben wir noch? Ja, können wir nochmal machen, ne? Hier, beirrte Kryptis zusammenbringen. Gold. Was? Hä? Wie jetzt Gold? Muss ich Gold machen, um... Hier steht nämlich... Kryptis-Essenz freisetzen. Nichts mit Gold. Und hier steht... Auch nichts mit Gold. Und hier steht Gold.
Hier stehen jetzt auch tatsächlich wieder hier die Achievement-Symbole dran, wo man, ja, komisch lange, wenn wir da sind. Aber scheiße, ich bin Profi. Wollte ich schon mal erwähnen? Nee, noch nicht, ne? Sehr nett, ja. Und auch wieder ein Beherrschungspunkt. Dass man hier Beherrschungspunkte auch schön bekommt. Also, immerhin finde ich sehr cool. Aber mit Gold nicht, ne? Ja, man muss nur Silber erreichen. Ja, Silber ist ja an sich. Und hier sind dann auch wieder. Und hier ist dann auch wieder 0 von 1. Lebenszeit 0 von 1. Stehen dann wieder dran, das Symbol. Das ist dann tatsächlich so, wenn ich jetzt hier raufgehe und hier hingehe, das steht hier nicht, aber hier bekommt man das trotzdem. Das ist ganz komisch, wir haben das vergessen. Und hier halt nicht. Hier haben sie das halt wieder drin. Hier haben sie es vergessen. Egal. So, was machen wir jetzt hier? Was wollen wir jetzt hier machen? Durchsucht das Gelände und ver... eint die verwirrten Kryptis wieder mit ihren Wächtern, bevor die Zeit abläuft. Haltet auch schon nach Linkdornpflanzen und sucht sie auf, um einen Schub zu bekommen. Also mindestens 6. Ne? Wenn wir mindestens 6 benötigen, dann wird das wahrscheinlich... Greift mich jetzt an. Ich bin Wixer. Also, einen Boost. Die machen wir mal so. Und wohin muss ich? Bringt den Kryptus zu seinen zuständigen Wächter zurück. Wer ist denn jetzt der zuständige Wächter? Achso, da hinten. Komm mal her. Hier, du bist der zuständige Wächter. Okay. Understand, so funktioniert das also. So, dann muss ich da hinten hin. So, komm mal hier. Ja gut, das wird jetzt nicht so das Problem sein, würde ich mal sagen, da Silber zu bekommen, sagte ich. Aber... Immer so, ich dachte, diese Gegner und sowas, die jetzt hier rumlaufen, die sind definitiv nerviger als, ne, aber sind die gar nicht. Ja, sich, ne? Dementsprechend. Das ist nicht so das Problem. Mit diesen ganzen Pflanzen, die dann so ein bisschen so Geschwindigkeitsboost geben. Und man könnte natürlich ja den Raptor benutzen, aber ich bin jetzt so faul. Hier vielleicht, okay, wenn ich das jetzt nicht schaffe, weil, na, sieht das schon ein bisschen danach aus, als könnte das ein bisschen problematisch sein mit der Zeit. Dann nutze ich den Raptor, weil das ist ja scheinbar, die Gegner machen ja nichts, wenn man hier lang läuft. Machen die aber gar nichts. Ich will dich auch mitnehmen. Oh, der ist hier gleich in der Nähe. Oh, wir haben schon Silber. 6 von 9 ist Gold. Wir hätten sogar, wenn ich einen Raptors gemacht hätte, dann hätte ich sogar Gold erreicht. Aber das ist gar nicht das Ziel. Das reicht dir vollkommen. Warte mal, das sollte doch reichen, oder nicht? Wenn es eine Silbermedaille beim Verwirrten. Ein Fortschritt wird aktualisiert, sobald die Belohnung für dieses Abenteuer abholt. Achso, okay. Das heißt also, ich hole die jetzt ab. Ah, okay. Jetzt hat's funktioniert. Das ist irgendwie wieder so ganz special, da muss ich die Belohnung erst aktivieren hier unten. Dann. Ja, das ist aber cool. Jetzt habe ich diese drei Dinger.
gemacht. Ich will mal hier so ein bisschen weg. So, jetzt habe ich diese drei Dinger hier einmal gemacht. Habe bei allen die Beherrschungsdinger bekommen. Ganz cool. Und dann bleibt hier, ist hier oben noch ein Sternchen und hier noch ein Sternchen. Dann können wir da jetzt beim nächsten Mal nochmal hin. Und da auch nochmal schauen, was uns da erwartet. Aber das war ganz cool. War wirklich ganz cool. Achso, okay. Das hat sich jetzt aktualisiert. Dann müssen wir doch hier hin. Hat mir gefallen, diese. Mal diese. Dinger zu machen, diese Events, oder Herausforderungen oder Abenteuersachen. Ne? Muss man sich ein bisschen durchlesen, vor allen Dingen bei dem Ding da mit diesen Zielscheiben, wo man dann tatsächlich auch diesem Pfad folgen muss. Aber ja, mindestens Silber machen bei allen, das ist tatsächlich drin. Jetzt geht easy und dann kriegt man die Beherrschungspunkte. Und dann hat man tatsächlich 9 Stück. Brauche ich noch. Ja, glaube ich, ne? Plus diesen einen, den ich mir sowieso holen kann. Über die Maps sind es noch 3. Vielleicht für jeden abgeschlossenen Part, vielleicht haben wir wieder 3, bekommt man einen Beherrschungspunkt. Dann bekomme ich die 3. Das könnte vielleicht sogar drin sein, dass ich die dann auch noch. Ne? Ich bin ja jetzt immer so der Typ, der gerne alle Pfade, Beherrschungspfade durchhaben möchte. Für die Completion. Ganz wichtig. Ich habe selbst das mit den Raids gemacht, ja? Selbst das habe ich gemacht hier. Will ich nur mal kurz sagen. Obwohl ich nicht so der Raid-Typ bin. Habe ich es doch mal getan. Also dann bis zum nächsten Mal. Dann machen wir weiter. Gucken mal, was diese anderen Bereiche sind, weil wir brauchen noch ein bisschen Fortschritt bei unserem Biken. Dann sehen wir weiter. Haut rein. Tschüss.